Berufskraftfahrer sind Mangelware, egal ob Kurzstrecke oder im Fernverkehr. Überall werden sie gesucht und dringend benötigt. Diesen Fachkräftemangel gibt es auch in vielen anderen Bereichen. Die Zahl fehlender Lkw-Fahrer wird hierzulande auf bis zu 50.000 geschätzt. Was sind die Ursachen dafür? Das ist natürlich nicht nur die Entlohnung, das ist ein Thema. Ein ganz wesentlicher Punkt ist das schlechte Image des Berufes. Wir haben gerade über 3.500 Fahrer befragt. Da wurde mit über 90% dies als Grund mit angegeben. Das Thema Work-Life-Balance, das Thema der fehlenden Parkplätze. Die Lage ist also ernst. So ernst, dass der Bundesverband dringend einen Image- und Wertewandel fordert, um das Berufsbild wieder attraktiver zu machen. Auffällig sind nicht nur die Nachwuchssorgen, sondern auch der geringe Frauenanteil im Gewerbe. Nur ein Mix an Maßnahmen kann nach Ansicht des Verbandes helfen. Der BGL kämpft zum Beispiel zum einen dafür, dass es eine Entkopplung der Systemlänge und Ladelänge gibt. Das heißt, wir wollen größere Fahrerhäuser für unsere Fahrer haben, um mehr Komfort zu haben, um das Arbeitsumfeld attraktiver zu machen. Die Verlader, der Handel etc. muss umdenken, damit wir eine andere Wertschätzung an der Rampe erfahren. Die Entlohnung muss weiter steigen. Wir müssen Disponenten haben, die Beruf und Familie mit dem Job in Einklang bringen. Bereits heute hat der Fahrermangel in der Transportbranche gravierende Folgen. Und noch längst nicht alle Unternehmen gehen mit den Folgen so offensiv um wie die Fährengötter Transport und Logistik GmbH aus dem Münsterland. Das Unternehmen gehört zu den führenden Landmaschinen- und Fahrzeuglogistikern in Europa. Welche Folgen hat der Fahrermangel schon heute? Also im Alltag führt das ja dazu, dass der Lkw dann tatsächlich steht, dass der Auftrag da ist oder die Aufträge da sind. Das führt eben auch dazu, dass wir wirklich auch Probleme mit den Kunden bekommen, weil die Frachten, die Touren, die wir angemeldet bekommen haben, einfach nicht gefahren werden können. Ein Erfolgsgeheimnis, immer genügend Fahrer zu haben, gibt es nicht. Bei der Firma Fährenkötter jedoch hält sich der Mangel tatsächlich in Grenzen. Wie schafft man das? Entscheidend dafür ist der Umgang mit den Fahrern selbst. Wir haben also viele Fahrer, die bei uns sich bewerben. Das ist über Mundpropaganda gelaufen. Also ich würde fast sagen, 50% der Fahrer kommen zu uns, weil sie mit zwei, drei Kollegen gesprochen haben und haben gesagt, Mensch, wie ist das bei euch? Und dann sagen unsere Mitarbeiter, das ist fair, das ist eine gute Arbeit, das ist eine gute Zusammenarbeit mit den Kollegen hier innerbetrieblich. Und dann bewerben die sich eben bei uns. Viele Unternehmen haben es in der Vergangenheit aber auch schlichtweg versäumt, ihre Leistungsvielfalt und Qualitäten herauszustellen. Nicht so die Sievert Handel Transporte GmbH, auch als SHT bekannt. Weil Fahrer fehlen, hat SHT sogar einen Film realisiert. Hier werden drei verschiedene Fahrer vorgestellt. Der Film, den das Unternehmen auf Facebook und anderen Kanälen im Internet zeigt, wurde mit rund 20.000 Klicks binnen weniger Wochen zu einem vollen Erfolg. Eine reine Zeitungsanzeige, wir suchen Kraftfahrer oder die Werbung auf dem Lkw, damit können Sie heute keinen Mitarbeiter mehr überzeugen, dann das Unternehmen letztendlich dann aufzusuchen und sich vorzustellen. Sondern Sie brauchen heute kreative Ideen und da muss man einfach die jungen Leute machen lassen. Und wir haben insgesamt, seitdem der Film gelaufen ist, glaube ich, 30 neue Mitarbeiter bekommen. Im Film gibt es einmal den klassischen Azubi Kenneth Fischer, der von seiner Arbeit begeistert ist. Aus Erfahrung von meinen Klassenkameraden her bin ich so der Einzige, der einen eigenen Lkw bekommen hat. Und für mich persönlich, ich bin da sehr stolz drauf, weil mir auch gezeigt wird, dass man viel Wert auf uns Azubis legt. Dann gibt es auch noch den gestandenen Berufskraftfahrer Thorsten Sonnack. Er berichtet über seine Erfahrungen mit der Firma im Alltag. Nicht fehlen durfte aber auch ein Rentner. Es ist Willi Frese, der mit 68 Jahren seine freie Zeit gerne dazu nutzt, um wieder für das Unternehmen auf Achse zu sein. Grundsätzlich sind Rentner für das Unternehmen längst zu einem unverzichtbaren Faktor geworden. Ohne die Rentner hätten wir heute sicherlich fast 50 weitere Stellen, die nicht besetzt wären. Und dann reden wir natürlich auch über die Themen Know-how-Transfer. Wir reden über die Thematik, neue Mitarbeiter letztendlich auch einzuarbeiten, Erfahrungen weiterzugeben. Und es sind alles ehemalige Mitarbeiter, die viele Jahre bei uns waren. Das heißt, wir brauchen sie und ich glaube, sie brauchen uns auch. So angespannt die Situation auf dem Fahrermarkt aber auch ist, grundsätzlich darf nie vergessen werden, dass viele diesen Beruf aus echter Überzeugung ausüben und, wenn die Arbeitsbedingungen stimmen, mit Begeisterung bei der Sache sind.
mir macht Spaß mit den Kollegen, mit den Leuten, neue Leute kennenlernen, die Herausforderungen, wo ich hier alltäglich habe, was halt immer abwechselnd ist und nicht immer permanent das Gleiche habe. Es ist halt abwechslungsreich. Objektiv betrachtet ist der Job des Fahrers letztlich viel besser als sein Ruf. Das zu erklären, kann aber nur durch einen Imagewandel erreicht werden. Voraussetzung dafür aber ist die Wertschätzung des Fahrerberufes in der Gesellschaft.